Weiße malerische Dörfer, türkises Wasser und meterhohe Klippen. Genau, es geht für mich nach Griechenland. Genau gesagt zum Inselhopping auf die Kykladen. Erster Stopp, Paros. Paros ist die drittgrößte Kykladeninsel und besonders vielfältig. Wir erkunden jetzt Lefkes, ein kleines Bergdorf mitten in den Hügeln von Paros. Und hier wimmelt es im Sommer nur so von Touristen, aber jetzt im April ist es noch super leer und einige Geschäfte haben zu. Und man kann so wirklich die Atmosphäre des Orts spüren. Richtig schön. Wir sind jetzt im kleinen Örtchen Maripiza und werden jetzt ein bisschen weben lernen bei einer ganz traditionellen Dame, die das hier macht. Und auch dieser Ort ist komplett in Weiß gestrichen. Das ist nämlich hier tatsächlich Tradition und wurde ursprünglich mal gemacht als natürliches Antibiotikum, um Malaria zum Beispiel vorzubeugen. Also es ist hier wirklich total traditionell und hat nicht nur optische Kriterien. Das Besondere, Marigula stellt die Taschen und Co. aus recycelten Stoffresten her. Das ist nicht nur hübsch, sondern auch besonders nachhaltig. Mein Lieblingsort auf Paros, das einstige Fischerdorf Nausa mit seinem Hafen, Cafés und zahlreichen Boutiquen. Nur 2 Minuten von unserem Hotel entfernt ist die Muratis Winery und jetzt probieren wir mal ein paar Weine. Einen hatten wir gestern Abend schon beim Abendessen und ich bin gespannt, wie die anderen so sind. Wir sind jetzt zurück in Nausa und haben ein super tolles Café entdeckt namens Susuro. Und die haben halt so Kleinigkeiten, so kleine Sandwiches. Und ich zeige euch mal. Wir haben ein Avocado-Brot oder Toast. Und gleich kommt die zweite Runde. Am nächsten Tag steht ein ganz besonderes Abenteuer auf dem Programm. Am einsamen Molos Beach habe ich nämlich meine allererste Windsurfstunde. Und ich finde, so schlecht habe ich mich doch gar nicht geschlagen, oder? Windsurf-Stunde hinter mich gebracht, hier am Molos Beach. Und es war echt gar nicht so schlecht für den Anfang. Ich war total überrascht, dass ich es sogar hingekriegt habe, ein bisschen auf dem Board zu stehen. Es hat super Spaß gemacht. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Neuer Tag, neues Abenteuer. Wir sind jetzt zurück im kleinen Örtchen Lefkes und brechen auf zu einer Wanderung mit Christophorus. Maybe you can tell something? Just short about the hike? We are going to do a hike along the Byzantine Way, one of our oldest trails. It goes back to the medieval times. And we'll do a short tour of Lefkes, see a bit of this traditional village, and then walk along the ravines, the hillside, and at the 17th century monastery of Agia Kyriaki, where we'll have a nice picnic in the monastery courtyard. That sounds good. And then and see if we are able after that to return to Lefkes. Or otherwise roll. Thank you.
Wanderung darf natürlich die Abkühlung nicht fehlen. Zum Beispiel am beeindruckenden Colibrites Beach mit seinen weißen Felsen und dem glasklaren Wasser. Wir sind jetzt am Paros Diving Center am Golden Beach und werden jetzt einen kleinen Schnuppertauchgang machen. Das habe ich zwar schon dreimal gemacht und muss unbedingt immer mal meinen Tauchschein machen, aber ich freue mich total, wie die Unterwasserwelt hier ist. Es soll hier super viel coole Sachen geben, auch so Schiffswracks und alte Ruinen. Und ja, bin gespannt, was wir davon sehen werden. Unser Tauchlehrer Paul versteht es einfach, gerade Anfängern die Angst vom ersten Tauchgang zu nehmen. Das Wichtigste dabei zu vermitteln, ohne den Spaß an der Sache zu kurz kommen zu lassen. Und die Unterwasserwelt war auch erstaunlich vielfältig. Und dann wurde es auch schon Zeit für die nächste Insel, Antiparos. Die kleine Nachbarinsel, die ihr übrigens auch in einem Tagesausflug erkunden könnt. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten mit der Fähre nach Antiparos rüber übergesetzt und erkunden jetzt mit einem Mietwagen hier die Insel. Und Antiparos ist ein bisschen kleiner als Paros und auch noch ein bisschen ursprünglicher. Und das wichtigste Highlight hier auf Paros sind bestimmte Höhlen. Vor denen stehen wir jetzt gerade. Wir haben einen mega tollen Ausblick hier über die ganze Insel. Und jetzt schauen wir uns mal die Höhlen an. Wir sind jetzt im Inneren der Höhle und tatsächlich ist außer uns niemand da und es ist super beeindruckend mit den ganzen Stalaktiten und Stalagmiten, wirklich Wahnsinn. Wir sind jetzt am wunderschönen Faneromeni Beach und der ist super entlegen auf so einer kleinen Halbinsel und wir sind da jetzt quasi die ganze Zeit über die Schotterpiste gefahren und jetzt haben wir aber diesen ganz wundervollen Strand ganz für uns alleine und das Wasser hat schon Badetemperaturen. Richtig schön! Zum Sonnenuntergang geht es zurück zum Snifnaikos Beach. So schön. So, wir verlassen jetzt Antiparos und es geht nach Santorini. Vorher müssen wir aber noch zurück nach Paros, denn von da fährt unsere Fähre, die uns in rund 3 bis 4 Stunden auf die Vulkaninsel bringt. Schon vom Wasser aus sieht Santorini echt beeindruckend aus. Wir sind jetzt im wunderschönen Ort Ia angekommen und zwar an unserer schönen Suite, die wir hier haben. Das ist so ein tolles Höhlenhotel, wie sie hier ganz typisch sind für Santorini oder Ia im Speziellen. Und das ist hier unsere Aussicht. Leider ist das Wetter ein bisschen diesig heute, aber es ist trotzdem mega schön hier und ich liebe es. Aber Santorini hat noch mehr zu bieten, abseits der Touristenpfade. Und das wollen wir entdecken. Wir erkunden jetzt eine ganz andere Seite von Santorini, und zwar eine kulinarische. Wir sind nämlich in der Vassalitis Winery und probieren uns hier ein bisschen durch das Sortiment. Wir haben gerade hier einen leichten Sparkling Wine und der ist mega lecker. Und jetzt haben wir noch 4 andere vor uns. Und es gibt dazu ein paar Häppchen.
die auch sehr, sehr gut aussehen. Santorini gibt es nicht nur super schöne Städte, sondern auch mega tolle Strände. Hier hinter mir ist der Black Beach und hier auf der anderen Seite ist der Red Beach und beide sind ultra spektakulär mit ganz tollen Felsen und es gefällt mir fast noch besser. Ja, und am Ende waren es genau diese unbekannten Seiten, die mich an Santorini besonders begeistert haben. Neuer Tag, neue Weinprobe. Wir sind jetzt in der Santo Winery und die haben einen mega tollen Blick hier über den ganzen Ozean. Richtig schön. Und hier testen wir uns jetzt auch mal wieder durch eine große Vielfalt an verschiedenen Weinen. Das ist jetzt der erste, das ist auch ein Sparkling Wine. Das sind die zwei Weinproduktionen hier, die auch prickelnden Wein machen und den lassen wir uns jetzt schmecken. Prost! Irgendwann ist dann auch das schönste Inselhopping vorbei und es geht mit Aegean Airlines über Athen zurück nach Deutschland. Alle Tipps gibt es wie immer auf meinem Blog sonne-wolken.de. Bis bald zu einem neuen Abenteuer. Tschüss!